Grappa, der clevere Italiener, hat schon so manches Glas im Handumdrehen geöffnet. Die bekommt mein Freund. Heute erwartet den Musterschüler von Lothar Dudek eine neue Herausforderung. In diesem Glas sind wie beim letzten Mal ein paar Garnelen drin. Und das Glas hat er das letzte Mal ja in relativ kurzer Zeit aufgedreht. Um die Sache diesmal etwas zu erschweren, nehmen wir noch einen zweiten Becher. Da muss er also erst diesen Behälter öffnen, dann kommt er in sein Glas ran und dann kann er das aufmachen. Ich hab das als den sogenannten Matroschka-Effekt getauft. So ähnlich wie bei den russischen Püppchen, wo einer der anderen ist. So ähnlich ist das hier auch. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es packt. Ist nicht so einfach Russisch. Für Anfänger. Grappa darf sich heute wieder beweisen. Der Matroschka-Effekt steht auf dem Lehrplan. Es wird spannend. Man sieht also noch schön die Garnelen. Die kann er sich dann auch angucken. Und um an sein Ziel zu kommen, muss er ganz schön arbeiten. Das Glas im Glas. Lothar beginnt sein Experiment mit dem Rohrstock. Wir schlucken jetzt wieder hier rüber, wie ihr seht. Da könnt ihr ja was verpassen, mein Guter. Hä? Komm doch mal rüber. Komm rüber, komm rüber. Na komm. Einladung. Zur Knobelstunde. Hat er sich schon gemeldet? Nee. Spielt er noch mit seinem Knüppel, ja. Naja, ich habe ihn doch ein bisschen abgelenkt und da habe ich so ein wenig Stöckchen gehabt, das hat er sich jetzt erobert. Aber das wird bestimmt gleich uninteressant werden, wenn er merkt, dass das nicht so interessant ist. Schwänzt hier etwa jemand den Unterricht? Unfreiwilliger Boxenstopp für Gormit. Sterilisierter Schwarm aller Zebramädels. Wir haben leider wieder ein Problem mit einem Huf bei unserem Zebrahengst Gormit. Diesmal ist das linke Vorderbein, das schon ein paar Tage geht und bislang die schmerzlindernden Maßnahmen nicht geholfen haben, müssen wir ihn halt in Narkose legen. Der Hufschmied kommt dazu. Bereits 6 OPs haben Gormits sensible Hufe in der Vergangenheit überstehen müssen. Der Grund für den erneuten Eingriff. Stressiger Alltagsverkehr. Kann auch daran liegen, dass er ständig gefordert ist bei den Stuten zum Decken und muss eben immer ran. Und das belastet die Hufe ja auch. Also wir werden sehen, was es ist. Ich hoffe, nicht allzu schlimm ist, dass wir das relativ relaxed, wenn wir da hinkriegen. Hufschmied Axel Bernd ist bereit. Und der Patient. So. Alle 4 Beine anzeilen. So, hau. Na? Ist auch fertig. Ja. Aber das reicht vielleicht. Das reicht eigentlich auch. Ja, man kann hier durchaus, wenn man zarte Hände hat, die Wärme fühlen. Wenn das etwas verstärkt warm ist, dann muss ein Entzündungsprozess noch sein. Da kann man so ein bisschen lokalisieren. Es scheint wirklich nur von links vermehrt warm zu sein, und sodass wir dort vor allen Dingen nachschneiden müssen. Axel, ich glaube, du kannst schon mal anfangen. Sein intensiver Stutenkontakt auf dem harten Geläuf hat dem Huf zugesetzt. Schmerzhafte Spuren hinterlassen. Das ist ein Steinchen? Ja, Dreck. Die schwarze Stelle ist es zumindest. Man will bei dem gar nicht, was der schon alles da drin hat, aber irgendwann drückt es einen durch. Ja. Das ist bestimmt noch von alten Zeiten. Weil das Bein war lang, glaube ich, nicht.
Ich drücke mal mit seinem Stüpfer drauf. Musst du das jetzt bloß festhalten? Das ist hier drin, ja, ja. So. Das ist erstmal fixieren damit. Ja. Jetzt wird dick aufgetragen. Für die ausgedünnte Sohle. Ja, und dann. Und dann machen wir das eine ganz einfache Bandage und vielleicht als letztes eine Koflex. Und dann den Hufschuh. Ja, können wir den reicht das jetzt? Den Hufschuh versuchen wir dann noch zu fixieren. Ja, das reicht. So, müssen Sie ein Isolierband drum wickeln damit. Ja, mehr bringen wir nicht drauf. Nee, gut, dann mache ich es jetzt ab. So, wir können hinten vielleicht dann noch ein bisschen. Axel, hier können wir noch vielleicht drauf eintönen. Hinten, ja, gut. Da gucke ich gleich dann. Hinten, ja. Bein? Hier vielleicht noch. Ach so, hinten rechts. Der Huf fast fertig. Wir machen dann Isolierband drauf. Doch es gibt wohl noch mehr zu tun. Ja, lief hinten rechts auch etwas lahm, sagt der Professor. Ja, und jetzt gucken wir, ob das gleiche wie vorne ist dort, ob dort Einschlüsse sind oder ob es drückt. Ja. Das sieht nach Überstunden aus für den Hufschmied. Die Thoraco-Mama. Hat es derzeit nicht einfach. Sie ist alleinerziehend. Der kranke Papa liegt immer noch in der Tierklinik. Und das Kleine, gerade mal 2 Wochen alt, hat großen Hunger. Jawohl. Doch Dieter Georgi und Steffen Thies sind ja auch noch da. Wird natürlich auch ein bisschen von uns auch ein bisschen gehuschelt, dass es auch wirklich klappt mit dem Jungtier. Dass sie, die hat natürlich sehr viel zu tun, weil natürlich der Mann jetzt nicht da ist, muss sie natürlich alles alleine machen. Und da hat sie dort doch ein bisschen mehr zu tun, als wenn sie jetzt eine Fütterungsaufteilung machen zwischen den beiden. Und deswegen kriegen sie natürlich auch ein bisschen was Feines, was sie gerne risst. Und das hier? Das Zuchtweibchen hat seinen Ring verloren. Das wäre der blaue. Ja, und dann wird man einfach versuchen, wieder dran zu machen, den Ring. Und bei dem Jungtier eventuell dann auch. Und dem Jungtier auch. Ja. Da würde ich sagen, diesen rosa Ring, da wissen wir ja, ist Geschlecht noch nicht. Mal sehen, ob wir es kriegen. Das Weibchen wartet schon. Ja. Ist schon in Lauerstellung hier auf dem Holm von der Eingangstür. Du bekommst jetzt was, hm? Und gar keine Scheu. Das sind also die Thoracos, eigentlich relativ umgänglich sind sie. Sehr vertraut jetzt hier mit der ganzen Umgebung. Ja, und da wird man jetzt ihm was erstmal anbieten, ganz kurz. Ja, und dann würde ich das mal greifen. Und dann wird man es versuchen zu bringen. Gut. So, jetzt greifen wir es einfach mal, Steffen. Hast du? Können wir gleich beringen. Meine Gute. Machen wir es links, ne? Ja, ja. Ist hier links. Ja, meine Gute. Komm her. Ja. Was gleich wieder los. So. La 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 la. Ja, meine Gute. So. Reingeschoben. So, fertig. Fertig. So, okay. Nimmst du uns das doch nicht übel, ha? Nimmst du uns das doch nicht übel, meine Gute, ha? Das musste einfach mal sein, weil du deinen Ring verloren hast. Wir wollten doch wieder, dass du deinen feinen Ring bekommst, ha? Ja, nun wollten wir allerdings auch nicht zu viel Futter gleich anbieten, sonst wirken sie es wieder raus. Genau. Nur ganz kurz mal etwas. Ja, aber ich denke doch, das ist jetzt ein gutes Zeichen. Sie hat es uns nicht so übel genommen. Sie frisst schon wieder. Das ist eigentlich schön. Mehlwürmer wie Banane. Fein, ha? Alles für dich und dein Jungtier. So, und dann würde ich sagen, wenn sie jetzt fertig ist mit der Futteraufnahme, warten wir einfach mal ab, wo sie hinfliegt, zu dem Jungtier. Na? Ha? Kannst du es füttern? Oder willst du noch mal hier zufassen? Na, Süße, komm. Ach, hier hat sich ein ungehäuteter Mehlwurm mit reingeschmuggelt. Den hat sie gar nicht genommen. Sieht man mal, dass sie auch genau wissen, was so Schmeckerchen sind und was nicht. Nur das Beste für das Kleine. Na, meine Gute. Du wartest erst noch ein bisschen. Das Futter ist jetzt in deinem Kopf drin. Und das wird dann vom Kopf aus, wird es dann gefüttert, aus dem Kopf heraus. Da brauchst du immer eine Weile, ne? Ehe das Futter soweit ist, ehe du das deinem Jungtier übergeben kannst.
Ja, und den ersten Blick, dann warten wir einfach noch ab. Genau. Das Matroschka-Experiment ist in Gefahr. Grappa hat anderes im Sinn. Er kümmert sich so sehr um seinen Stock, das habe ich auch noch selten erlebt. Da müssen wir Geduld haben. Aber wenn er seinen Stock loslässt und dann hier sich durchs Becken tastet und dann das dort entdeckt, das kann noch ein Weilchen dauern. Hier liegen hier allerlei so kleine Sachen drin. Das hat er alles abgebaut. Das ist alles hier die schwarzen Stücke und das ist alles von der Scheibeneinklebung und so und oben von der Abdeckung. Da wird immer was kaputt gemacht. Irgendwo, was wackelig ist, das wird so lange dran rumgespielt, bis es abgeht. Der will halt beschäftigt sein. Ja, ja. Und was ist das? Der hat den Stock völlig auseinander gebrochen. Guck mal, hat er richtig aufgeschlitzt. Nur noch Kleinholz. Lothars Rohrstock. Man hat manchmal den Eindruck, dass es so ist, als ob er direkt so was sucht. Irgendwo ein bisschen mit dem Wetter ein bisschen Schabernack zu veranstalten. So ein gewisser Spieltrieb ist schon da. Schülerstreiche. A la Grappa. Aber der Unterricht ist noch nicht beendet. Die Turaco-Mama mit vollem Kopf. Füttern will sie lieber mit etwas Distanz. Du traust den Frieden nicht so ganz, ha? Du bist lieber ein bisschen vorsichtig. Vielleicht müssen wir ein Stückchen mehr gehen, denken, dass die Wohnbocken. Ich denke, auch als Tierpfleger muss man sich immer ein bisschen Zeit mitbringen. Also auch Tierbeobachtung gehört mit dazu. Das heißt also, dass gut einschätzen können, dass das nicht immer alles so spontan passiert, sondern dass auch so ein Vogel jetzt irgendwie manchmal dem Frieden nicht ganz traut und immer ein bisschen abwartend. Ja, und sie hat ja das Futter im Kopf drin, ne? Ja, jetzt fliegt sie hin. Jetzt fliegt sie hin. Es bettelt auch das Zoomtier. Jetzt geht's los, jetzt hört sie. Das ist das erste Mal, dass es so gut klappt. Ja, der Kopf scheint leer zu sein. Na, hast du alles gefüttert? Ist der Kopf erstmal leer? Ja, du kannst dann noch was bekommen. Wir haben ja noch was für dich da. Aber die füttern ja immer kleine Portionen. Ist ja nicht so, dass sie nur einmal am Tag füttern. Eigentlich, wenn man so will, unentwegt, dass sie auf Futtersuche sind, aber immer wieder auch nur kleinere Portionen. Ja, jetzt hier schön. Sieht man schön. So, das Weibchen hat jetzt also gut das Jungtier gefüttert. Der Kopf ist leer, haben wir gesehen. Was heute noch anliegt, wäre die Beringung des Jungtieres. Das Weibchen haben wir beringt. Aber auf keinen Fall machen wir es immer nach der unmittelbaren Fütterung des Jungtieres. Das wäre sehr nachteilig, weil es dann oftmals so ist, wenn Sie jetzt Futter aufgenommen haben und gerade noch dazu so ein Jungtier, was sehr aufgeregt dann ist, würde dann das ganze Futter rausbringen. Also die Beringung erfolgt dann einfach zwischen den Fütterungen erfolgt die. Super. Also ich denke doch ein gesundes Verhalten sieht jetzt. Sieht gut aus. Hm? So sind ziemlich groß. Also ja, ne? Sieht super aus. Also bis jetzt kann man nicht klagen. Fehlt nur noch der Regen. Angespannte Lage bei Gromit. Vorn wird verbunden. Hinten rechts. Und hinten geschnitzt. Wenn es nicht rein weitergeht, reicht es, wenn man jetzt. Und nebenbei gibt der Profi noch einen Crashkurs in Hufkunde. Das Zebra ist jetzt betäubt, das merkt jetzt hier nichts. Ja, aber wenn das nicht betäubt ist und Sie drücken jetzt hier und hier drunter ist Schmerz, dann zeigt das ja, dass indem es das zuckt oder das Zebra. Das fühle ich jetzt nicht, ob das zuckt. Das zuckt ja nicht, das ist ja weiter, was in der Narkose liegt. Aber jetzt drücke ich hier, ob aus dem Loch, was hier ist, was rauskommt. Ja. Man kann sich auch nicht immer verlassen auf den Zangendruck. Der ist blutig imbibiert hier. Ne? Ja. Der hat es sicherlich auch enorm belastet. Der ist natürlich auch zeitweise ziemlich auf dem harten Geläuf gewesen. Ja. Hier auf dem Vorgehege. Mhm. Dann mach du das mal jetzt hier. Als nächstes noch die Binde drauf. Axel, guckst du die anderen zwei Hufe auch noch mit an? Mal durchgucken, bitte. Ich hatte die Rechnung schon geschrieben, scheiße. Musst du nur eine schreiben. Ja, und auf jeden Fall, wenn wir immer Licht haben, gucken wir nach alle vier Hufen. Und dann
Auch wenn da nichts ist, aber es kann trotzdem geguckt werden. Und Jens geht auf Nummer sicher. Schickt Axel Bernd in die nächste Runde. Christina Schwind besucht einen Neuling aus dem Vogelpark Marlow. Ich fütter jetzt unseren Zwergtaucher, der kriegt im Moment zweimal am Tag was zu fressen. Und ja, nachmittags einfach nochmal nachgucken und nochmal ein bisschen Abendbrot bringen. Dinner für einen ganz flinken Zeitgenossen. Wenn ich da drauf klopfe, dann sprintet der los und macht so drutsch bis in die Ecke und dann taucht er ab. Also der ist ganz schnell und es geht nur einmal. Die sind ja so ein richtig kleiner Jäger eigentlich, also fressen viel Fisch, aber auch so Wasserinsekten. Und wenn sie gerade nicht jagen, dann ruhen sie. Und eigentlich versteckt im Schilf, aber Schilf ist nicht, aber ein Pappkarton hat er hier bei uns. Okay, ich hole nochmal raus. Aus dem guten alten Pappschilf. Also wenn ich jetzt klopfe, kommt er raus, ne? Cool, oder? Also die sind schon echt fetzig. Die sind ja ganz winzig und können sich unter Wasser trotzdem so schnell bewegen und irgendwie faszinierend. Und die haben eine ganz, ganz weite Verbreitung. Also die kommen Europa, Asien, also Mittelasien, Südost, überall, Afrika, die gibt es fast überall. Und jetzt auch in Leipzig auf Tauchfahrt. Und wir wollen auch in unserer Freifluglokale zeigen, weil so ein kleines Tier, das ist ganz schön, wenn die Besucher da ein bisschen einfach ein bisschen nah ran können. Deswegen ist er sicher sehr niedlich. Naja, und jetzt gibt es erstmal noch was zu essen. Das ist jetzt Insektenschrot, also da sind verschiedene Fliegen drin, kleine Garnelen und sowas. Also das ist, frisst auch gut. Wunderbar. Kleiner Taucher. Ein Taucher fürs Publikum. Hoffentlich. Nicht nur inkognito. Grappa. Nun. Endlich dort, wo er hin soll. Ja, das ist denken, was hat er denn jetzt gemacht, vermisst? Was das Interessante ist, wenn es nicht gleich geht, dann geht er hin, geht wieder weg, geht dann wieder hin. Das Genie stößt offenbar an seine Grenzen. Es ist doch, vielleicht ist es doch zu fest. Also das ist ja schwer auch einzuschätzen. Also wenn er da viel Kraft hat, weiß ich schon. Das ist für ihn nicht so richtig handlich, die ganze Sache. Ich öffne an der Seite ein bisschen, dass er den Deckel mehr aufschieben kann. Lothar, der verständnisvolle Pädagoge, macht's ein bisschen leichter. Geht's ganz schnell. Nummer eins erledigt. Ha, jetzt ist der Deckel weg. So, jetzt muss man mal sehen, ob er das Glas rausheben kann. Aber muss ganz schön kämpfen. Dass er das hält, ne? Das Glas ist richtig und der kann das wirklich vertragen. Und jetzt hat er den Deckel auf. Jetzt sind die Garnelen fort. Siehst du? Und Lothar? Deine Einschätzung? Grappa, das war eine Spitzenleistung. Bitte ein bisschen Nachhilfe. Nummer 2. Gromits Pediküre, inzwischen ein Marathon. Er wird wohl hinten komplett kriegen. Naja. Was? Ich hab heute nicht mehr so viel. Ein Engpass. Axel schnitzt weiter. Ja, das ist bei ca. 70% der Zebras, weiß ich noch nicht mehr, aber bei Pferden, wo eine Stelle ist, die immer wieder porös wird. Das ist eine alte Stelle, das geht aber nicht tiefer hier und das ist in Ordnung. So,
Aber fangen Sie den Huf noch an? Ja, guck mal. So, was macht denn? Kann ich? Nee. Ein Steinchen wirst du wahrscheinlich überall was finden. Ja, ich mache jetzt hier bloß proteinemäßig jetzt. Genau. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn hier. Es gibt eine Premiere, der kriegt 4. Wie sieht das aus mit 3, oder? Stimmt. Was sollen da Kommitz-Mädels denken? Machen Sie noch einen Drum. Ja, gut, gut, dann machen wir auch das. Also, Christa, ja. Der Endspurt hat begonnen. Jetzt können wir ein bisschen nach vorne einmachen. Sich hier nicht so aufdürben. Der Professor in Eile. Und die Verbände wechseln die Farbe. Jetzt haben wir fast alles verbraucht. Ja. Fängt ein bisschen zu wackeln. Das ist eine alte Stelle. Naja, wir sind gleich fertig hier. So, jetzt alles raus. Die Tür schon. Wir zwei gehen zuletzt raus. Vorsicht, die Stricke alle abmachen. So, sind alle raus. Die Tür schon so weit rumklappen. Der Muntermacher wird verabreicht. Jetzt mal so richtig laufen lassen. So, gut raus. Ah, schon mal Probe laufen. Ja, dass wir alle 4 Hüfe nachschneiden mussten, das war schon fast zu erwarten. Mhm. Allerdings an einem war wirklich nur etwas Ernsthaftes zu finden. Alles andere sind ältere Prozesse, die natürlich jetzt mit behandelt worden sind. Die Schuhe passen. Kann der morgen zu seinem Weibchen? Muss er ja, sonst spielt er ja verrückt. Aber ob es den Frauen gefallen wird. Bewegung im Unterholz. Der Thoraco-Nachwuchs soll gefangen und beringt werden. Auf dem Baumstumpf sitzt er. Ja, der wird schon flink sein. Das wird jetzt nicht mehr so einfach sein. Kannst du mit rein, Dieter? Ja, ich komme dann vielleicht von hier. Hast du? Ja. Haben wir noch. Ich hab'n. Ich hab ihn, kleine Matz. Dieter, der Papageno. Ja. Gib mal einen Ring, oder? Warte mal. Muss ich mal das Netz zur Seite tun. Du hast mal so. Ziehen, ne? Also er ist sehr lebhaft. Und ich würde sagen, bevor er noch lebhafter wird, ziehen wir mal ein paar Federn. Zwecks Geschlechterbestimmung. Eine Strapaze. Nicht nur für den Junior. Oh. Mein Kleiner, oh. Na, das war's. Hier ist noch eine. Die ist nur an meiner Hand, an meinem Finger. So, mein Ding. So, dann wird er gleich noch beringt. Man macht's ungern, aber es muss sein, es ist alles nicht. So, jetzt muss ich ihn mal günstig setzen. Der Gerupfte darf zurück ins Dickicht. Er hat noch meinen Finger umschlossen. Ich kann noch gar nicht loslassen. So, siehst du. Ist doch eine kolossale Aufregung für ihn gewesen, das Greifen, Federn ziehen. Aber einmal muss es jetzt noch sein. Ha? Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Und man sieht auch, das Weibchen ist natürlich etwas beunruhigt. Die sieht man hier drüben sitzen. Du hast du wieder dein Jungtier für dich alleine. Ne? Man kann trotzdem zufrieden sein. Du hast jetzt also beringt, links, mit der Plastering. Ist er also gekennzeichnet, unser Jungtier. Um ein paar Federn erleichtert, aber mit Ausweis. Ist das... Hey, Lena. Vor Freude... Heute gibt's heute mal was Tolles, sag ich euch. Matadim, heute gibt's heute mal was Schönes, ja. Heute gibt's heute was Feines, gibt's heute, ja. Jörg Gräser. Mach die Mäuler wässrig. Und ein Leckerli gibt's auch noch, ne?
Das wird eine ganz schicke Sache, sage ich euch. Na, mal schauen. Lass uns was vorbereiten. Die haben gestern beim Dieter Georgi im Vogelhaus im Dschungelbild gelichtet und haben die zwei große Palmblätter abgeschnitten. Und das ist ja wirklich mal wieder mal was ganz anderes für die Löwen. Na. Und jetzt habe ich eben erst noch vorgenommen, bei den Löwen reinzuhängen. Ich will die aber noch ein bisschen so interessanter gestalten. Ich will da noch so einfach so ein Steg mit an dieser Palme ranheften, an die Blätter. Dass die noch irgendwo interessanter auch werden für die Löwen. Das habe ich extra über Nacht im Wasser stehen lassen. Die sind schon als Luft gelegt. Die wissen schon, dass irgendwas regnet oder was Besonderes gibt. Die kriegen natürlich auch von Haus aus auch einen Geruch mit aus dem Vogelhaus. Na, das ist ja auch gut so, ne? Dass die auch von Haus aus einen Geruch mitbringen, um letztendlich interessant zu werden. Das sieht man ja auch, da klebt auch die ein oder andere Feder noch dran. Und das sind solche Beinscheiben hier. Schafft das der Dicke? So, mal schauen. Sollen wir überlegen, ganz so sportlich sind wir ja nicht. Beinscheibe an Palmenblatt. Einfach göttlich. Sieht doch cool aus, oder? Das sind meine Hasis. Jetzt können wir rausgehen. Und da sitzt mal einer. Hallo. Na? So, und hier sieht man es ja schön jetzt noch. Das ist ein Jungtier. Noch von dem Paar, was wir hatten. Das ist schon ein älteres Jungtier. Und jetzt geht das Weibchen gerade runter. Und hier sieht man das schön die Eier hier. Ne? Wir haben zwei Eier. Heute Nachmittag dann irgendwann nach der Fütterung kommt dann der Mann hier rein, meine Leute. Und dann geht das Weibchen runter und frisst dann. Beziehungsweise macht auch ein schönes Bad dann hier in dem Becken. Ja. Der Mann, das hat doch Wasser. Mal sehen, ob ich den Mann hier von oben sehe. Ja, da ist er, da hat so eine halbe Glatze. Man sieht es ja schön jetzt vielleicht, da schwimmt gerade raus hier, da kommt jetzt gerade raus, da kommt das Jungtier raus und dahinter kommt gleich dann der Mann. Man sieht es auch sehr schön, es hat so eine halbe Glatze links und rechts. Ja, und das ist unser Zuchtmann, der wirklich sehr eifrig ist und hinterher ist nur wirklich die Jungtiere sehr gut groß zieht mit. Thomson-Gazelle Weiße Ohrmarke. Seit dem Beinbruch vor 5 Wochen, heute vorerst zum letzten Mal auf der Patientenliste. Ja, wir nehmen sie heute noch mal in Narkose. Wir werden mal röntgen, wie das aussieht am Bein. Und dann haben wir vor, sie nach Afrika zurückzugeben. Allerdings dort erst mal hinter den Kulissen, nicht mit den anderen zusammen, aber mit etwas mehr Auslauf als hier, damit die sozusagen Autophysiotherapie einsetzen kann. Dass sie etwas sich mehr bewegt als hier. Hier. Das ist ja das Problem. Ne? Hier reagiert auch noch ein bisschen. Hier, das hier noch hinten gibt es überhaupt nicht mehr. Aber nach vorne ist es schon wieder ein bisschen besser geworden. Klarheit soll das Röntgenbild bringen. Ja, deckt mal das Auge zu. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Stück weiter. So. Der geschraubte Beinbruch muss punktgenau unter der Linse liegen. Jawohl, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es schön. Hier sieht man auch noch. Hier war der alte Bruch, ne? Das ist jetzt Kallusgewebe hier. Trotz Schrauben muss nun gelaufen werden. Da bin ich ja gespannt. Und wo willst du die hinpacken? In der Nähe von den anderen? Kriegt eine Einzelbox und dann kriegt sie Auslauf jeden Tag. Schön. Pflichtauslauf. Da kann sie sich nicht immer hinlegen. Du musst doch mal laufen. Durch die Reha kriegt sie. Ja. Das dürfte reichen.
Da können wir jetzt, rübernehmen. Ne? Ja, ja. 60 Kilo, also geht doch. Bis 20 Kilo kann eine Frau tragen, laut Arbeitsschutz. 20 Kilo. Davon ist Leichtgewicht Weiße Ohrmarke weit entfernt. Ja, ja, die müssen wir drehen. Der Gips ist seit einer Woche ab. Nun müssen die Muskeln wachsen. Das sieht aber auch gut aus, ja. Das ist der Knochen. Wie es denn weitergeht, das hängt jetzt ein bisschen von auch der Lust des Tieres ab, sich zu bewegen. Das Problem ist eben nur, dass wir ja nicht die Physiotherapie betreiben können, wie das in der Humanmedizin möglich wäre, die ja auch schmerzhaft wird, vor allem in der Anfangsphase. Das Tier wird nur sich bewegen, wenn es halt sich bewegen muss, nicht um sich selbst zu heilen. Das wird das Problem. Wie das sich weiterentwickelt, mal den Vergleich hier. Ja, nach hinten kann man auch weiter überdehnen. Nach hinten geht es so gut wie gar nicht zur Zeit. Ne? Mhm. Eventuell muss man auch die Platte dann später rausnehmen. Nach den schweren letzten Wochen scheinen die kommenden nicht viel leichter zu werden. Ja, das sind B-Vitamine, die einmal im Sinne einer Leberschonung verabreicht werden, zum anderen aber, um auch die Heilung der Nerven zu begünstigen. Tja, das reiben wir noch mit Denzel Wett ein und dann sind wir eigentlich fertig. Hast du schon? So, das ist erledigt. Nein, das geben wir erst auf den Hänger. Wir tragen. Ja, ich hab Weiße Ohrmarke. Fast reisefertig. Für seine Heimkehr. Nur noch ein kleiner Piekser vom Professor. Und auf geht's nach Afrika. Bei den Pinguinen noch immer Eiersuche. So, hier, die ist frei. Hier ist auch nichts. Hier hatten wir immer ab und zu mal ein paar Jungtiere gehabt. Ja, und wie man hier schon sieht, hier haben sie natürlich ein schönes Nest gebaut hier drinnen. Haben sie natürlich diverse Sachen, Äste, Reisig und sowas alles reingezogen. Das Ding ist auch voll damit. Ne? Und immer sieht sie bestimmt den Kopf entgegen. Ja, hallo, hi. Und das Ding haben sie uns so sehr zugebaut. Kein Einzelfall. Messitum bei Pinguinen. Ich habe auch schon gehört, zum Beispiel in Südafrika, wo sie halt vorkommen, nehmen sie auch die Pinguine auch irgendwie Badehandtücher, Sonnenbrillen und sowas und schmeißen sie in ihre Höhle rein. Ja? Also die sind da nicht ganz sehr wählerisch. Die haben eigentlich alles, was irgendwie interessant ist und was auch relativ weich ist. Ne? Und da reise ich. Anscheinend ist der wohl so weich, dass man es schon hinsetzen kann, ja, und noch schöne Eier legen kann. Ja, also. So, Meister, mal gleich mal gucken. Hi. Na? So, nehme ich hier drin, ja. Ja, ja, nicht die Augen, das ist der Mann drin. Guck mal hier. Meister, Chef. Ja. So, zwei Eier sind drunter. Das kann man leider jetzt hier nicht sehen, so richtig. Ich will aber nicht das Tierchen so weit raus runternehmen. Das bringt natürlich nicht jetzt. Aber ich habe die zwei Eier gesehen hier unten und lassen wir uns dann überraschen. So, und das ist natürlich eine schöne, das ist meine Lieblingshöhle hier, in Anführungsstriche. Die sehen mich schön tief hier hinten. So, hi. Da ist auch noch ein Jungtier drin, das ist auch einer noch von dem Paar. Na, was dann ist, das sieht man hier draußen. Ja, ja, und da gerade meckert, ist natürlich. Das ist der Papa, ne? Du bist der Papa. Ich höre da was. Der Jungtier. Die haben ein Jungtier drin. Man hört das Gefiebe, vielleicht. Das ist nur spitzig, weil ich habe damit nach unseren Rechnungen eigentlich, war das eigentlich März gewesen. Anfang März müssen die kommen. Aber anscheinend haben sie die Eier schon vorher gelegt. Ne? So, nicht so schlimm. Der Störenfried. So, warte mal. Guck mal her, guck mal her. Hartnäckig. Geh mal wieder rein, komm, ist gut. So, ich muss mal kurz rein, jetzt muss ich mal Kontrolle machen. Ein Küken. Ein kleines Küken, ich will auch nicht so viel stören, ich will selber da rein. Das sind zwei Küken, die geschüpft sind. Ich will mich noch was fieben. Super. Da freut mich. Das freut mich natürlich wieder mal sehr. Okay, tu mal gleich wieder rein. Okay.
Geil. Ein Ei ist angepickt. Das heißt, das ist noch, das Ei ist noch im, das Küken ist noch im Ei drinne. Und super, super. Da freue ich mich drüber. Das Jungtier war noch nicht sehr alt gewesen. Ich denke mir, das wird von gestern oder von heute gewesen sein, was geschlüpft ist. Schön. So, kannst du wieder rübergehen, kannst du wieder mitmachen. Nachwuchs bei den Pinguinen. Der Rundgang hat sich gelohnt. Bei den Löwen hängen die Trauben noch sehr hoch. Hallo, Smatadi, streng dich mal an. Ich gehe kaputt. Und das riecht. Ja, los, schnapp den dir. Aber los jetzt. Der kann sich gar nicht entscheiden, was er macht. Los, schnapp ihn dir. Genau. Genau. Fein, hä, Luena? Die Löwen, also unsere Beten jetzt hier, die kommen mit Sachen, die oben sind, in der Luft hängen oder wo die sich eben nach oben konzentrieren müssen, kommen die nicht so gut zurecht, als wenn du jetzt irgendwas so entweder in der gleichen Höhe wie das Tier ist oder auf dem Boden in Beschäftigung bringst. Das ist ein Lernverhalten. Auch wenn sie es immer kapiert haben, dann machen die das Urukizuki. Aber das ist ja nur ein total neuer Umstand. Und die riechen zwar, dass die Trauben weit oben hängen und dass sie eigentlich auch lecker ist, ne? Und die würden das ja gerne fressen, aber die sind mit dieser Situation ein bisschen überfordert auch. Ne? Was für eine doofe Überraschung. Los, Matadi, schnapp's dir. Fein. Ja, Luena, los, jetzt versuch's mal. Los, versuch's mal. Die versuchen eben diesen Wedel, die gehen nicht an den Stiel. Ne? Und die großen Springer sind's. Ich geh kaputt. Sarah, was seid ihr für Schisser? Hä? Da passiert doch gar nichts. Jetzt hat er die Schnauze wahrscheinlich voll hier. Genau dort oben ist es dran. Oh, die halten ganz schön was aus, die Wedel. Ha? Glaubt doch gar nicht. Genau, man kann da auch reinbeißen. Guck dir das an, ja? Jetzt hat er die Schnauze echt voll hier. Ein feiner Matadi, ja? Jetzt hast du Leckerli verdient, ja? Wer so mutig ist. Das ist mir runtergefallen. Du hast es nicht mitgekriegt. Hier geht bald einer auf die Palme. Und er hat so drauf gekloppt, da sind wahrscheinlich die Fleischstückchen weggesprungen. Und er hat es nicht mitgekriegt, wo sie hingeflogen sind. Jetzt wird die Wäsche klein gemacht, genau. Sieht man richtig, wie die Krallen durchrutschen. So. Mit scharfen Krallen. Aber ohne Durchblick. Ach, wie eine Gelle. Wir gehen doch, tu doch mal mit dem Kopf nach unten gehen. Das ist unten, auf dem Boden liegt das. Natürlich, weil das Fleisch an den Blättern dran war. Genau. Nein. Jetzt hat Luena das gefunden. Ich gehe kaputt. Jetzt hat er nicht mal seine Belohnung gekriegt hier. Es ist sagenhaft. Jetzt guckst du hinterher, ne? Deine Olle hat's, ne? Erzähl noch mal, hä? Na. Deine Olle, die Verfressene. Hm? Na, trotzdem hast du sie ganz doll lieb. Hä? Na. Du kannst ja mal in den anderen Wedel noch gucken, Matadi. Da ist noch was. Was jetzt? Keine Lust mehr? Weiße Ohrmarke. Ja, ist schon offen. Gleich wieder auf heimischem Boden. Alten Umgebung. Genau. So. Jetzt können wir den noch ein bisschen drapieren, ne? Ja. Oh, genau. Ja. Ich würde sagen, Bauchlage, das ist ja nicht offen. Genau. Oh? Ja.
unzählige Narkosen und Arzttermine endlich vorbei. Okay, das war's. Wieder einen Schritt weiter. Werden wir jetzt sehen, was weiter mit ihm passiert. Der Reha kann man jetzt anfangen. Reha kann man anfangen. Das wird aber relativ schnell. Ja, ja, heute geht's schnell. Wenn wir die Kammer schon nicht spazieren gegeben hätten, dann wäre er schon aufgestanden. Kämpfer ist es ja, oder? Ja. Ach so. Und was kommt denn nun als nächstes? Ja, ansonsten viel Ruhe. Und Bewegung. Und Bewegung. Ja, wie? Aber eben Ruhe dahingehend, die meint, dass er nicht mit anderen zusammenkommt. Und dass man für sich ist und kein Stress war da halt. Naja, sieht doch gut aus. Klopp mal, falls das was wird. So. Na dann. Sicher. Einen guten Start in die Reha. Kurator Ruske und Christina Schwind im Umzugsstress. Ja, wir werden heute nun nach einer relativ langen Eingewöhnungszeit den Zwergtaucher umsetzen. Das Tier hat sich in Vorbereitung da auf diese Sache schon ins Wasserbecken verzogen. Das heißt, unser Plan, ihn in seiner Hütte zu überraschen, ist jetzt erstmal fehlgeschlagen, weil wir jetzt nicht die nächsten 7 Stunden warten werden, bis er rausklettert und in die Hütte geht. Das heißt, wir werden jetzt mal einen Kescher holen. Genau, da schwimmen wir ein. Weil der Taucher heißt der Taucher, weil er taucht, ne? Wie man sehr schön sieht. Und er wird also versuchen, so weit wie möglich unter Wasser zu bleiben. Und das heißt, Frau Schwind wird dann mit dem Kescher nach ihm angeln und der andere muss ihn immer in Bewegung halten. Im Prinzip das, was wir in Vogelvolieren machen, wenn die Tiere fliegen können, der fliegt unter Wasser. Und auch in der Voliere muss immer jemand ihn scheuchen, bis er müde wird. Und hier muss ihn jemand scheuchen, bis er auftaucht. So, also wollen Sie keschern? Ja. Was soll das? So, ich scheuche ihn von hier und Sie keschern ihn. Genau, ich stehe sofort auf. So, kommt. Ah, Mensch, das ist ja. Na, da ist er doch schon. So, du kleine Maus. Da haben wir noch. Na, du Feiner. Genau. Und hier, der hat also keine ganzen Schwimmhäute zwischen den Zähnen, wie zum Beispiel irgendwelche Entenvögel, sondern er hat eben diese Hautverbreiterung, Lappen. Deswegen ist es ein kleiner Lappentaucher. Und hat einen schönen spitzen Schnabel, ne? Überhaupt nicht wie eine Ente, irgendwas abgeplattet ist. Da kommt es reich, wenn du den Kurator beißt, ja. Und ist also dementsprechend ein Fischfresser, ne? Hat ja auch mit Vorliebe die kleinen Stinter eigentlich verzehrt. Und dafür hat er eben diesen kleinen spitzen Pfeil hier, ne? Genau. Okay, dann packen wir ihn jetzt in die Kiste und bringen ihn rüber. So. Lappen weg. Positionswechsel. Konzentrationsdefizite bei den Löwen. So richtig groß ist der Hunger aber nicht. Na los, hol dir's, Matadi. Fein, hol dir's. Ja, ich kann da nicht helfen, du Gagei. Na, hast du vor uns auch schon das andere schön niedergemacht? Das riecht verlockend, du Ena. Unsere alte Fressbacke. Mann, überleg einen Plan. Los, Matadi, schnapp's dir. Komm, mache. Wie die Katze um einen heißen Brei, ja. Das ist irgendwie ganz ulkisch. Nach vielen Umwegen. Endlich am Ziel. Und einer geht wieder leer aus. Was ich wieder traurig bin und wieder schade ist, dass der Matadi nicht seine Belohnung gekriegt hat für den Blattrunde. Das gehört nämlich bei den Lernverhalten auch dazu, dass die dann auch eine Belohnung auch finden. Und so leichter lernen sie es dann letztendlich auch. Na, und sie hat es natürlich wieder mitgekriegt da, und hat sich einverleibt jetzt. Ja. Das ist sagenhaft, wie das Schicksal so spielt. Ja.
Kopf hoch, Matadi. Kommen wieder bessere Tage. Kurator Kuske mit dem Zwergtaucher. Ja, du Kleiner, ne? Im neuen Zuhause angelangt. Der Zuzügler. Schon wieder auf Tauchgang. Tut jetzt zu bleiben abgehauen. So, ist er gleich drunter? Ja. Interessant ist dann halt, ob man den dann jemals wieder sieht. Also, oder ob er eben nur abends rauskommt, wenn fast keiner mehr da ist oder früh und was frisst und dann, ja, also ob es überhaupt ein Schautier wird oder ob es ein Versuch war. Ist an sich jetzt schön, dass er hier nicht panisch hin und her schießt und nicht richtig weiß, wo er hin soll, sondern dass er schon so eine Zone sich jetzt erstmal da gesucht hat. Auf jeden Fall behält er uns im Auge. Also von mir hat er sich schon perfekt versteckt, ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Erst auf Erkundungstour. Oh ja, ich glaube, der hat mehr Geduld als mir. Ja, mehr kann man jetzt auch nicht machen. Auch noch Kiste wie. Futter hat er. Ob der Taucher auch für Besucher taucht? Ja, genau. Im Elefantenhaus steht eine schmerzhafte Trennung an. Boulevard Nam wird flügge. Es sieht einfach so aus. Elefanten leben im Matriarchat, was die meisten Leute ja wissen. Also die Frauen haben jetzt Sorgen. Und die Bullenkälber werden irgendwann aus der Herde geschmissen. Das kann sehr rabiat vonstatten gehen. Also ich habe das damals bei Mekong miterlebt. Und um das zu verhindern, dass es so wahnsinnig großen Stress gibt, versuchen wir den Kleinen so zu trennen. Training für den Abschied. In der nächsten Folge von Elefant, Tiger und Co. gibt's viel zu feiern. Boynams Jugendweihe. Die Auszugsparty für Hyäne Gianca. Und Gromits Auferstehung. Also bis dahin. Tschüss.